Der hängt schon wieder seit 10 Jahren an irgendeiner Präsentation oder keine Ahnung. Ey, ist ja schön und gut, dass ich Hannover ein bisschen kenne oder kennengelernt habe, aber zeig mir doch mal Sehenswürdigkeiten. Okay, komm. Leute, ihr habt's gehört, er will mich an einen Ort bringen, wo ich etwas zu sehen habe mal und nicht einfach so hier bin. Digga, ich hab gar keine Ahnung, ich war da selber noch nie, aber einfach mal angucken. Fahren wir nach Kosovo oder wo fahren wir hin, ey? So Leute, wie ihr im Titel gesehen habt. Angekommen in Schloss Marienburg. Erstmal die Fahrt dahin. Digga, ganz anders nach Kosovo gefahren. Über Kroatien so. An ja, alle Shiptimes da draußen. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Hey, sind Sie bereit für Schloss Marienburg? Bock? Gut, ja. Fühlt sich auf jeden Fall haben, so mittelaltermäßig. Was haben wir in der Schule gelernt über Schlösser? Auf jeden Fall muss man die knacken. So Leute, auf jeden Fall im Schloss angekommen, positiv überrascht. Und da muss ich auf jeden Fall dazu sagen, dass ein Punkt an ihn geht, was Sehenswürdigkeiten betrifft. Digga, ich war doch selber noch nicht hier. Hallo Jimmy. Hey. Digga, das könnte dein Onkel gewesen sein, das war so eine Scheiße. Da, Digga. Jimmy? Ich mag es, im Winter mit Sonnenbrille und T-Shirt und Jacke hier rumzurennen. Auf jeden Fall ein bisschen falsch angezogen. Die Leute sind hier für 7 Tage Bergwandern oder so. Aber wir so. Nee, Digga, mit weißen Sneaks müssen wir nicht lang. Nein, muss man. War auf jeden Fall ein kleiner Besuch im Schloss. Wir haben uns ein bisschen falsch angezogen. Ist auf jeden Fall schön, mal sowas zu sehen. Aber ich glaube, so wegen Corona und sowas ging sowieso nicht so viel. Ein bisschen langweilig, so weiß ich auch nicht. Aber wenn man in der Nähe ist, coole Sache hier auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man Bock auf Wandern hat oder sowas, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, kann man seine Brot mitnehmen, Brotdose. Meal Prepen machst du vorher und dann kannst du hierher kommen. Kannst du ein paar Tage überleben. Auf jeden Fall so zu dem geschichtlichen Hintergrund vom Schloss. Gar keine Ahnung, müsste man sich auch mal schauen. Was? Kennst du dich nicht mit diesem Schloss aus? Nee, normal nicht, Digga. Was laberst du? Du warst doch schon im 3. Semester, als es gebaut wurde. Yeah, Bro, du bist im Vlog, erzähl. Genau. Wir sind hier, Schloss Marienburg, wir wollen gerade abhauen, ja? Digga, wolltest du mir nicht mal im Keller helfen? Wegen diese Sachen umschleppen und so? Ach, war das heute? Ja, Bro, wollten wir doch heute machen. Ja, da ist man mal wieder so nett und hilft. Safe. Also, ab zu Sammy. Digga, warum mag ich immer diese möchte gerne Raps? Digga, weil ich es kann. Einfach so, Mann. Vor der Arbeit kommt erstmal das Vergnügen hier, ne?
erstmal stärken, damit auch Kraft da ist. Boah, Digga, Auswahl tot, was ist das? Oder arbeitet jetzt nochmal einen Kaffee oder was? Das ist das Wichtige. Wir brauchen einen Kapo. Wenn ihr mal einen richtig freshen, richtig guten Döner essen wollt, gönnt euch auf jeden Fall einen Berliner Döner in Linden. Ja. Schuhbrettes? Beim Keller war nicht viel. Ja, gut. Wer nicht will, der hat schon. Wer keine Hilfe möchte, kriegt keine Hilfe. Der Maga sitzt schon wieder den ganzen Tag vor diesen Laptop, Leute. Mit 20 Jahren an diesen Laptop, Bruder. Trotzdem kriegt der weiter Gas jeden Morgen. Hey, willst du jetzt aufhören damit? Komm her, lass raus. So, angekommen am Maschsee, ist jetzt erstmal ein paar Steps und ein Kaffee, der bei Ihnen niemals fehlen darf. Wie Wasser geworden. Lauft einfach viel, macht eure Steps cool. Statt Rolltreppe, nehmt die Treppe, Digga. Statt Auto, wenn du eine Strecke hast, geh einfach zu Fuß oder sowas. Beweg dich einfach ein bisschen. Kleiner Tipp so beim Wandel. Das auf jeden Fall so das Geheimnis jeder Diät. Das macht sehr viel aus. Diese kleinen Tipps, diese gierigen. Warte. Bruder, was hat er denn? Hallo Jimmy, oh, sein Vater ist auch. Jimmy? Boah, dieses Wetter. Ich küsse doch dein Herz. Jimmy. Vor 3 Tagen gefühlt minus 88,7. Man ist erfroren. Heizung auf 5 alle. Gestern gefühlt bei 20 Grad chillig gegrillt. Und heute Sonne mit Mix aus Wolken und Wind. Digga, was passiert? Wieder zu Hause angekommen, direkt schon in Schale geworfen und der ist angemixt. Denn jetzt heißt es ab in den Leg Day! Das meinte ich mit dem Wetter. Auf einmal wieder 80 Grad so gefühlt. Boah, chillig, ey. So, das war's auf jeden Fall mit dem Beintraining. Da soll noch einmal jemand sagen, dass irgendwie ein paar Bänder und ein paar Gewichtchen nicht fürs Beintraining ausreichen. Auf jeden Fall ist nachher diese Konferenz von Angelo Merte. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was es mit den Fitnessstudios so auf sich hat. Oder ob überhaupt irgendwas dazu bekannt gegeben wird. An dieser Stelle beenden wir diesen Vlog. Ihr wisst, was zu tun ist. Pop, 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 pop. Peace in meiner Hand.